Jo Leute, der Cube ist am Start mit einem neuen Video zum 7.1. Eine wichtige Information, zumindest wenn ihr dieses Video pünktlich am 6.1. seht. Und es ist eine super Überleitung, eigentlich überhaupt nicht. Aber wie Gandhi schon einst sagte, abonniert mich. Ja. Jetzt. Danke. Cool. Ich hasse mein Leben. So, Freunde, kommen wir jetzt also zu den Informationen für den 7.1. Wir wissen seit dem letzten Video, dass zwischen dem 7. und dem 12. Januar ein neues Kontingent bei den Händlern eingehen soll. Wir wissen ebenfalls, dass bereits seit Ende Dezember 2020 sehr viel Kontingent bei den Händlern dauerhaft eingegangen ist. Bedeutet, die Folgetage jetzt werden immer realistischer. Auch hier nochmal der Hinweis, es handelt sich hier nicht um eine offizielle Aussage von Händlern oder von Sony selbst, sondern von verschiedenen Newsseiten, Quellen, Gerüchten und natürlich auch Twitter-Plausch etc. Ihr wisst, allein für Amazon-Support und Gerüchte mache ich schon lange keine Videos mehr wie andere, wo jeder Kommentar direkt ein Video wird, um möglichst viele Klicks, Abonnenten und Geld abzukassieren. Ich möchte hier möglichst seriös sein und natürlich nur noch anhand von mehreren Quellen Videos rausbringen. Bedeutet, auch dieses Video ist daraus entstanden, weil sehr viele Newsseiten eben darüber berichtet haben. Wenn das passiert, wird die Wahrscheinlichkeit natürlich umso größer, weil da eine journalistische Grundarbeit hintersteckt. Bei Gerüchten und Amazon-Support-Aussagen wissen wir mittlerweile, dass tatsächlich auch sehr viel vom Kundenservice einfach erlogen war. Ich habe auch von Kunden bzw. Zuschauern Nachrichten bekommen, die das auch schon wieder widerlegt haben, wo der Kundensupport gesagt hat, wir haben über die nächsten Tage keinerlei Informationen. Gameswirtschaft selber sagt hier, dass sie einen Verkauf zwischen dem 7. und 15. Januar erwarten, so wie ich es auch im letzten Video schon geteasert hatte, das war ebenfalls auch meine Vermutung, die hatte ich so geschildert. Jetzt ist natürlich die Frage, welcher Tag ist eigentlich am realistischsten? Natürlich könnten sie ab morgen verkaufen. Das wäre allerdings meiner Meinung nach ein Fehler, denn je nachdem, wie das Kontingent bei den Händlern eingeht, wäre es eventuell wie bei Saturn und Mediamarkt im letzten Jahr, man verkauft das Kontingent, bevor man es vollständig erhalten hat. Das Resultat kennen wir, sehr viele Kunden müssen seit September bis jetzt 2021 warten, bis sie überhaupt mit ihrer Konsole beliefert werden, was natürlich ein absolutes No-Go darstellt. So, aber warum ist jetzt eigentlich der Verkauf ab dem 7.1. so wahrscheinlich? Nun, das liegt zum einen daran, dass natürlich jetzt sehr viele Händler ihren Lagerbestand auffüllen können, beziehungsweise weil sehr viel PS5-Kontingent bei den Händlern eingeht. Zum anderen haben wir ja schon die Information aus dem letzten Jahr gehabt, dass sehr viele Großhändler sowieso von einer Welle im Januar ausgegangen sind. Gameswirtschaft auch hier wieder vermutet allerdings, dass jetzt zwar jeder Tag sehr wahrscheinlich ist, allerdings wohl Sony eventuell, laut der Vermutung, nochmal einen Vorwarntweet raushauen wird. Und ich glaube das auch, denn die letzten Wellen wurden immer wieder angeteased, sei das von Sony oder von irgendwelchen Händlern, die zumindest am Tag vorher nochmal eine Information rausgegeben haben, dass man die Konsole kaufen kann. Sollte es, wenn ihr dieses Video seht, diese Information bereits geben, dann mega geil, habe ich vielleicht auch in den Kommentaren bereits als Update dann angepinnt. Wenn nicht, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit wieder. Dennoch könnte es jetzt jeder Tag sein. Also wirklich, die Newsseiten sind sich da relativ einig. Ab dem 7.1. könnten die Händler verkaufen, das heißt, es ist ein sehr heißer Kandidat. Aber es könnte auch jeder Folgetag sein. An jedem Tag, an dem die vierte Welle nicht stattfindet, erhöht sich drastisch die Wahrscheinlichkeit für den Folgetag. Bedeutet, natürlich, Sony steht ja auch ein Stück weit unter Druck, die Konsole langsam mal wieder zum Verkauf anbieten zu können. Also, in den nächsten Tagen ist es sehr wahrscheinlich, dass die vierte Welle startet. Ihr seht die Quellen ja auch immer wieder im Hintergrund. Alles könnt ihr auch übrigens unten in der Videobeschreibung nachlesen, könnt euch eure eigene Meinung bilden und zu einem eigenen Schluss kommen, wenn ihr zum Beispiel meinem, ja, Interpretationsraum oder meiner Interpretationskunst nicht ganz vertraut, könnt ihr das dort gerne alles nachlesen und eure Meinung auch gerne in die Kommentare schreiben. Und allgemein, was ihr, nun ja, von der Situation haltet, wie Sony sich verhält, wie die Händler sich verhalten. Es ist meiner Meinung nach alles schon, wie gesagt, ich habe es in den letzten Videos ja schon ausgeschlachtet. Es macht halt einfach keinen Spaß mehr. Ja, vorher hat man sich noch Leute eingeladen, cool, PS5, da schwitzen wir jetzt drauf. Es macht null Bock mehr. Es ist einfach, du guckst auf diesen Milliardenkonzern und denkst hier, wie lost kann man denn sein beim Verkauf eines Produktes? Ja, die verkaufen Unmengen dieser Konsolen. Das ist krass. Ja, die PS5 ist so beliebt wie keine Konsole vorher. In Japan haben sie sich sogar ins eigene Knie geschossen. Laut Berichten ist das der schlechteste Verkaufsstart all time in Japan. Aber nicht, weil das Interesse grundlegend nicht da ist, sondern weil sich Sony so auf den amerikanischen Markt konzentriert hat, dass sie in ihrem eigenen Land nicht genug Konsolen angeboten haben, weil sie gar nicht mehr hatten. Das muss man sich mal vorstellen. Also, wie lost musst du denn als Unternehmen sein? Du machst Umfragen, du hast Statistiken, Datenmengen, die Millionen wert sind. Und am Ende scheißt du so rein. Das ist ja Wahnsinn. Also, ich meine natürlich, du hast auch den Konkurrenzkampf mit Microsoft. Du kannst deine Konsole eben nicht ein Jahr nach Microsoft oder so releasen. Das verstehe ich alles, ja. Aber
Da muss doch ein anderer Weg gefunden werden. Diese Kundenunfreundlichkeit ist ja Wahnsinn. Das ist ja schon bescheuert. Das hat ja schon Maße angenommen, die komplett bekloppt sind, ja. Ich meine, und ich beschwere mich hier. Ich hab das Ding ja schon. Ist ja, ne, das haben ja, der ein oder andere hat es ja immer noch nicht so ganz gerafft. Ich hab die Konsole. Ich mach das ja natürlich für den Kanal und natürlich für die Community. Das ist ja völlig normal. Aber wie man so reinscheißen kann, das ist mir halt ein Rätsel. Das, mein, du hast doch eine gewisse Kundenbindung. Und freut euch mal nicht zu früh, wenn ihr die PS5 hier stehen habt. Das Menü von der PS5, ja. Also wirklich Controller mit haptischem Feedback, genial. Ladezeiten, muah, geil. Wirklich Grafik, cool, 4K, bombastisch, wenn ihr den passenden Monitor natürlich dazu habt. Oder Fernseher. Aber das Menü, also der Store und auch wie du jetzt in Partys reingehst, weiß ich nicht. Also bildet euch eure eigene Meinung oder wenn ihr schon eine Konsole habt, schreibt immer eure Meinung in die Kommentare, wie ihr das denn findet. Aber kommen wir nochmal, wie immer, zum klassischen Fazit. Wenn du bis hier geguckt hast und ihr dachtest, das hätte ich aber gleich gehört, das lese ich nämlich immer mal wieder in den Kommentaren. Sicherlich, das sind von hunderten Kommentaren, sind das 1, 2 Leute. Aber das Video hat eine Zeitraffer zwischen Hauptvideo und Fazit, wer sich nur für die Informationen interessiert, nur mal noch dazu. Aber kommen wir jetzt zum Fazit, beziehungsweise zur Schlussfolgerung, beziehungsweise zur Zusammenfassung. Also, der Verkauf ist ab dem 7.1. sehr wahrscheinlich. Jeder Folgetag ist umso wahrscheinlicher, wenn der Tag davor nicht die vierte Welle verkauft hat. Wir wissen, dass zwischen dem 7. und dem 12. das Kontingent jetzt sowieso bei den Händlern eingeht, also das Restkontingent für die vierte Welle. Das heißt, in den nächsten Tagen muss auf jeden Fall die vierte Welle starten, sei das in den nächsten Tagen oder in den nächsten 1-2 Wochen. Die Auslieferung erfolgt dann frühestens ab Anfang Februar oder bis spätestens Anfang Februar. Der Unterschied zwischen beiden ist, wie bereits erwähnt, entweder haben bis Anfang Februar alle ihre Konsolen oder die Auslieferung beginnt erst Anfang Februar. Das kommt halt auch, ne, ein bisschen auf Corona an, auf die Lieferfristen, ob das Kontingent zwischen dem 7.12. vollständig ankommt, wie handhaben die Händler das, wie viel verkaufen sie von dem Kontingent. Ne, ich verweise nur nochmal auf Mediamarkt und Saturn. Welche Händler nehmen dran teil? Eigentlich alle Einschlägigen, die auch die letzten Wellen dran teilgenommen haben. Also Mediamarkt, Saturn, Expert, Otto, GameStop, Alternate. Eigentlich so ziemlich alle, alle Händler, die auch in den letzten Wellen teilgenommen haben, müssten auch an dieser Welle teilnehmen. Es wird vermutlich noch offizielle Statements geben. Warum glaube ich nicht, dass es direkt am 7.1. stattfindet? Erstens haben viele Händler noch gar nicht bestätigt, an der vierten Welle teilzunehmen oder dass die vierte Welle in nächster Zeit ansteht. Wir haben widersprüchliche Supportaussagen, die nächsten Tage eigentlich schon fast wieder ausschließen. Aber wir haben nun mal, was dafür spricht wiederum, sehr viele Newsseiten und unabhängige Quellen, die ab dem 7.1. von einem Verkauf ausgehen, könnte sich aber natürlich auch nur bis zum 15. Januar ziehen. Auf diesem Kanal kommen jetzt auch immer wieder Videos, sobald es einschlägige Informationen gibt. Allein für Gerüchte und Kommentare werde ich nur noch Instagram nutzen für die richtigen Hardcore-Schwitzer unter euch, die sich wirklich für jede Information interessieren. Aber wie gesagt, ich möchte hier möglichst seriös sein und nicht einfach nur sinnlos Klicks und Zuschauer generieren, die mich am Ende dann sowieso nicht mehr gucken, wenn das mit der PS5 vorbei ist. Darum kommen auch diese Videos dann nur, wenn es wirklich, so wie jetzt, sehr viele unabhängige Quellen gibt. Wie gesagt, für alles andere, für diesen ganzen Kleinkram und den ganzen Kladderadatsch, dafür nutze ich dann Instagram. Nur für die Leute, die vielleicht Instagram haben, da abonnieren wollen, dann bleibt ihr halt da auch immer auf dem Laufenden. Alles andere, Größeres, kommt natürlich dann auch als Video bei YouTube selbst. Natürlich kann es aber auch sein, weil laut Gameswirtschaft, könnte jeder Tag auch unangekündigt eine Welle stattfinden oder ein Vorverkauf. Glaube ich jetzt persönlich nicht dran. Allerdings ist es dann natürlich praktisch, Emin's Bot offen zu haben oder halt bei mir bei Insta, weil da seht ihr das halt direkt in der Story, wenn sich irgendwas ergibt oder wenn es halt losgeht an sich. Wir müssen jetzt einfach mal gucken, schreibt mir gerne eure Meinung zur aktuellen Lage und vielleicht sogar eure Vermutungen in die Kommentare. Wie gesagt, wenn ihr irgendwas nachlesen wollt, ist alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Sämtliche Quellen sind dort. Und ja, abonniert gerne diesen Kanal kostenlos, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Bis dahin, euer Cube.